So, und damit, hallo Leute, was geht ab? Und jetzt kommt es von Jedi Survivor. Schön, dass ihr mit dabei seid. Jo, wir sind hier in diesem Turm, sag ich mal, und haben hier im letzten Jahr gegen Kree gekämpft, oder Creed. Haben ihn dann ja relativ einfach erledigen können. Hat mich ein bisschen gewundert. Weil die Kämpfe gegen Dagon waren immer richtig räudig und sackschwer. Gut, für andere Spieler ist halt vielleicht ein Kinderspiel. Mich regt sowas auf. Egal. Ja, und er hat uns halt erzählt, dass der Kompass in dem Observatorium ist. In dem wahrscheinlich sich auch Dagon aufhalten wird. Aber mal gucken. Werden wir sehen. Und ich glaube, dann so langsam wird auch die Geschichte. Kannst du mich hören? Ich weiß nicht, was du getan hast, aber diese Warnschattruinen haben ziemlich eilig zu verschwinden. Der Landeplatz ist frei. Ich lande die Menschen. Verstanden. Wir warten auf dich, Kleiner. Vielleicht hat der Dagon hat sich vom Jedi-Kodex abgewandt. Sieh ihn dir jetzt an. Verzehrt von seiner Besessenheit mit Tenalor. Worin unterscheidet sich das von dem, was wir tun? Ja. Mach dir keine Sorgen. Danke für deine Hilfe. Ja, das war jetzt easy peasy von da oben. Gut. Hab ich hier nicht. Oder sagen, hab ich ja hier ein Seil auch nicht. Doch. Und jetzt bupp darunter. Das wäre so hartwitzig gewesen jetzt. Nee, halt, da. Aber sind so zwei Strahlen, die hier lang gehen? Da. Und da. War nicht beim Anfang des Levels nicht nur einer? Bist du von einem Blaster? Hol dir ein Trostpflaster. Kannst du peilen, jetzt auf den zerstörten Mond. Hey, Sian, er ist nicht tot. Wie geht's dir, Kleiner? Kerl. Hast du etwa ins Feuerwanzennest gestochen? Ravis ist tot. Das erklärt es. Okay, lass mich raten. Zurück nach Kobo? Ja, ich denke schon. Hey, Jetpack, kannst du mir hier mal helfen? Ja. Guti. So, auf geht's nach Kobo. Legen wir unser nächstes Ziel fest. Kobo? Was ist eigentlich mit denen hier? Komme ich da gar nicht rein? Nur die vier Planeten? Wie ist das nicht am Anfang, als das Spiel vorgestellt wird, dass man mehr Planeten als ersten Teil besuchen kann? Kobo. Die Getränke gehen auf mich. Wobei, streichen wir das. Warum zuckt ihr ihre Kapuze so? Zuck, zuck, zucke die zuck. Aber die Stühle sehen auf jeden Fall richtig unbequem aus. Wo ist der kleine Gnom? Wie die Ranz.
Ach, da oben. Ah, gar nicht gesehen. Ja, komm. Ich brauche einen Moment. Ich integriere mich im Holo-Moment. Holo-Tisch. Du grübelst. Schon wieder. Kannst du meine Gedanken lesen? Es ist kein Jedi-Trick. Ich bin nur aufmerksam. Auf dem zerstörten Mond sah ich, wie Dagon Santari konfrontierte. Er war so sehr von Tenalor eingenommen, dass er völlig seinen Weg verlor. Erinnert mich an meinen Kampf gegen das Imperium in den letzten Jahren. Ich möchte einfach nicht wie er enden. Du bist ziemlich stur. Doch es ist nicht Ehrgeiz, der dich antreibt. Ich verstehe nicht, warum sie seine Veränderung erst erkannte, als es zu spät war. Sie träumten gemeinsam. Sie litten gemeinsam. Man erwacht nicht so einfach aus einem gemeinsamen Traum. Treibt dich das um? Dich selbst zu verlieren? Ja. Ein wenig. Solltest du je vom Weg abkommen, führen wir dich zurück. Kobo. Da sind wir wieder. Mahlzeit, moin, Leute. So, ich kann mal gucken, was der Garten macht, da schon sich ein bisschen verändert hat. Ich könnte aber die Sachen noch Musik geben. Nö, ist okay, weg. Okay, das ist wirklich beeindruckend. Aber ich habe ja auch nicht wunderbar mehr viel. Wunderbar, neue Samen. Pflanze einen ein, dann verrate ich dir Einzelheiten. Das ist neu. Pili hat bestimmt mehr Informationen. Der ist neu. Ist auch keiner neu. Doch, die gelben, glaube ich. Das ist eine beeindruckende Vielfalt. Kaum erwarten, dass es wächst. Gut. Für die macht ihren Job richtig gut. Endlich haben diese nervigen Jawas aufgehört, an meiner Abbaustelle rumzulungern. Ich habe im Wald einige Jawas gesehen. Tja, jetzt siehst du sie da nicht mehr. Sie haben ein kleines Dorf auf der anderen Seite der Schlucht errichtet. Seitdem hat keiner mehr was von ihnen gehört. Kein einziges Utini. Vielleicht sehe ich mal nach, wie es ihnen geht. Wirklich? Mann, du hältst dich wohl für irgendeinen Helden. Smouch-Backo. Routini. Oh, Easter Egg.
Guck mal, sogar von Phase 1. Ein Klon-Trupper-Helm. Klon-Tiger-Helm. Was mir ja vorher noch nie aufgefallen war. Was geht mit? Hallo? Hallo? Ich konnte den Mogu erlegen. Es war nicht einfach. Das ist es bei einem Mogu nie. Sie sind gnadenlos. Sogar noch am Rande des Todes. Manche Tiere können Arbeiten auf einer Farm verrichten. Ein Mogu? Definitiv nicht. Gut gemacht, Kerl. Du bist ein großartiger Jäger. Kein Ding. Hey, Monk. Was kann ich für dich tun? Was gibst du? Eins muss ich dir lassen, Kerl. Wo du bist, ist die Action nicht weit. Hey, du wolltest doch Gäste, oder? Stimmt, der Laden ist voll. Wenn das so weitergeht, brauchen wir einen Rausschmeißer. Vielleicht kann Mosey ein zusätzliches Einkommen gebrauchen. Interessanter Vorschlag. Wenn ich mein Leben jemandem anvertrauen würde, dann Mosey. Bis zum nächsten Mal, Kumpel. Beeil dich, ja? Klappe zu. Oh, da ist jemand interessiert. Hecken. So, ja, die ganzen Plunder kaufe ich eh nicht. Ich nehme das hier. Viel Glück damit. Wer ist sie denn? Wie bist du Musikproduzentin geworden? Ach so. Ich wurde auf Riosa geboren, im Inner Rim. Davon habe ich gehört. Viel Schwerindustrie. Genau, ich konnte den Fabriken nicht entkommen, also habe ich im Kopf kleine Songs aus dem Lärm gemacht. Du hast also früh angefangen. Und ich habe niemals damit aufgehört. Cool. Nein. Dauert. Denn? Ist das wahr? Du hast den Raiders den Druiden wieder abgejagt? Ich glaube, wir sind einander noch nicht begegnet. Oh, Mist, tut mir leid. Hab dich überfallen wie ein Rocker. Ich heiße Har, bin schon länger hier als alle diese Grünschnäbel. Außer Doma und Gulu und Guido und die alte Tor natürlich. Aber die ist... Mist, jetzt fange ich schon wieder an. Kerl, richtig? Genau, das ist BD. Verdammt schön, euch beide kennenzulernen. Verdammt schön. Hm. Ich hab von Grease gehört, dass unser tapferer Kerl einfach durch diese Raiders gestürmt ist, ohne auch nur ansatzweise ins Schwitzen zu kommen. Hat Grease dir das erzählt? In der Tat. Du hast noch nie jemanden gesehen, der sich so bewegt. Sag er. Delatero lügt. Sorg dafür, dass er Angst vor dir hat. Dann sagt er die Wahrheit. Eine starke Wahl. So viel steht fest. Wir sehen uns später. Kein Ding. So, jetzt will ich mal hier. Boah, ich kann noch mal eben hier so ein Level machen. Richtig Bock drauf. Karl, willkommen zurück! Bist du bereit, alles zu geben? Ja klar, boah, und Rüdiger kostet 12. Komm, gegen Grease, 3 Runden. Also, ich werde dich sehen. So, er hat... Was hat er denn da? Wie viele Punkte habe ich denn? 16? 16 Kampfpunkte? Ja, dann hau ich mir mal so ein Biest da rein. Nein, den suche ich gar nicht. Wo sind sie denn?
Diese Einheit ist erledigt! Starker Treffer von Kerl! Digga, was? Diese dämlichen Hühnchen? Bringen ihn in die nächste Runde! Diese dämlichen Hühnchen haben wir gerade einfach... Alter! Genau, eine Kampfpunkte, 0. Ah, jetzt hat er sich so ein 16, wieso habe ich denn gerade 18 gehabt? Puh, Alter, ich hoffe wieder so ein Biester rein, ne? Jetzt habe ich noch 6. 2 Sturmtruppler. Der Magnerwache 8 gekostet, ne? Hey, wo ist er denn? Ach, da. Pilot. Komm schon, doppelt oder nichts. Wie komme ich denn da? Unentdeckt? Ja, ist klar. Kann ich noch irgendwann mal alle machen. Zum Spiel. Mach ich. Pilot. Wir bleiben bei Jedi. Oh, ich kann die. Geht jetzt nicht. Alles klar, auf geht's zum. Observatorium. Hey, Kerl! Schön, dich zu sehen! Es geht. So, wo muss ich denn hin? Wieder mal die Abkürzung. Ich könnte noch mal eben schon hier bin. Ja.
den da machen. Kämpfe, kämpfe! Oh, Alliiert abgeblockt! Ich gewinne, was? Du verlierst! Oh nein! Greife an! Da musst du dir schon mehr... Da muss ich? Wie ist er nochmal da hochgekommen? Okay, so nicht. Ach! Zum Geier bin ich dann nochmal hochgekommen. Was ist denn jetzt los? Alter. Okay, so nicht. Hier war ich auch noch nicht. Sieh dir das an, BD. Priorit. Na, nochmal ernsthaft, wie bin ich da hochgekommen? Mich verarschen würde ich das nochmal gemacht hier. Ist irgendwo so ein Reittier? Ja, auch nicht, ne? Ich weiß es nicht mehr. Ich doch gekommen bin. Echt nicht. Ich weiß, ich weiß. Komm schon, das wird schon. Eigentlich los. Was ist denn jetzt? Erst schneist du hier rein, störst meinen Frieden und jetzt sind die Raiders hier, um das letzte bisschen davon kaputt zu machen. Passiert was? Ich weiß nicht. Irgendwas stimmt einfach nicht. Das Imperium ist nervös. Das macht es gefährlich. Okay. Pass auf dich auf. Oh, ich gehe nir... Ich muss gehen. Wow. Super duper. Hm.
will denn jetzt wissen, wie ich da hochgekommen bin, verdammte Hacke. Ne, scheißegal. Irgendwann werde ich es haben. Ach, das war natürlich jetzt wieder nichts. Was hat jetzt in Aktion? Du konntest dich also nicht fernhalten. Niemand vergisst die Meeresgift, dem sie einmal den Gaumen vernebelt hat. Definitiv nicht. Du siehst aus wie ein Fischer, Junge. Und zu deinem Glück sitzen wir genau über dem Bau eines Seefischs. Ein Seefisch, ha? Stimmt, ein unmöglicher Fang. Kein Fischer mit klarem Verstand stellt einem so mühseligen Gegner nach. Kein Fischer, außer Scuvers Death. Seefisch. Hier geht's nicht weiter. Seefisch. Den Plunder noch nicht mal. Ah, ich kann mich jetzt. Ach doch. Gut, so, dann würde ich mal sagen, werde ich mal das Video einfach hier beenden. Weil es geht ja jetzt schon mal eine gewisse Zeit. Es war nicht viel passiert. Aber es war ja nur der Auftakt zum Abschluss des Spiels. Beziehungsweise Abschluss der Story, denke ich mal. Aber weiß ich auch noch nicht. Wir werden auf jeden Fall dann denkend in dem Observatorium stellen. Wir werden wahrscheinlich immer gegen ihn kämpfen müssen. Und hoffentlich kriegen wir dann irgendwann den Kompass, damit wir dann zu dieser Stadt. Ich habe schon, ich vergesse den Namen immer, Alter. Ich bin so schlecht, den Namen merken. Und je nachdem, ob sich das dann auch wirklich rentiert, dahin zu reisen. Aber gut, werden wir sehen. Mal gucken. Aber noch 10 Punkte. Macht. Hab ich noch kein bisschen von benutzt war. Stimmt, könnte ich auch mal machen, wa? Gar nicht so scheiße. Aber gut. Jo, auch noch 3 über. Gut, 5 sogar. Ja, wo ich jetzt gesagt habe. Ich weiß nicht mehr. Nö, dann ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal mit dabei seid. Und wäre bei euch geil, würde mich sehr darüber freuen dann. Ja, und dann wünsche ich euch jetzt auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Bis dahin. Huah, wie ein. Mein Gott. Tschüss, Mädel.